Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht's auf den Gampenkogel und zwar mit den Fatbikes. Ja, wir sind in Wörgl gestartet, aber das ist ja nicht so spannend hier rein. Jetzt Windau rein. Genau. Und jetzt geht's dann über Westendorf, quasi Fuße des Brechhorns so ein bisschen vorbei. Genau. Auf den Gampen. Die alten Skipisten von heute auch. Genau. Ich wollte sagen, ich habe noch ein bisschen, weil es schneit ja, gell? Das ist ein Wahnsinn. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben. Und da sieht man jetzt schon, dass wir quasi fast im Schnee sind. Na, wo der Schulerstraße dann gescheit trocken ist. Ja, ja, hier ist krass warm auch. Total. Aber mal schauen, was uns erwartet Richtung Gipfel. Jetzt sind wir quasi schon mitten im Schnee drin, aber noch ist es immer noch warm. Da hinter mir im Schnee seht ihr das Brechhorn. Und wir fahren ja auch den Gampen. Der ist quasi daneben. Also wird es für uns auch so ähnlich ausschauen. So, da ist er jetzt, unser Gipfel. Irgendwo piepst. Da piepst. Jetzt sind sie aufgestellt, die Bikes, fürs Foto gerade eben. Ganz normal für Mai, ja. 2019, dass man da mit der Maschen arbeiten muss. Ja, jetzt wird wieder getragen. Und irgendwie ist sich scheinbar keiner von der Spurwahl einig. Warum auch immer. Es entstehen hier gerade ein paar Fotos vom Hochgehen. Man rutscht ganz schön, weil es unten drunter bis aufs Gras geht. Und vom Radl tropft fleißig der Schnee in den Rücken. Sehr fein. Sommer und Winter gleichzeitig. Wie jemand beim Scheißen oder ein Heiratsantrag, aber eigentlich. Wasser trinken. Ja. Ich habe eine Schneeballschlacht. Na, eigentlich habe ich sie nicht begonnen. So. Wir hängen leicht in den Stauden drin. Ist auf jeden Fall hübsch steil. Und so sieht dann unser weiterer Weg aus. Zu steil wird. Ja, jetzt haben wir die allerletzten Schritte bis zum Gipfel. Der Fotograf hat keinen Bock mehr, nochmal zu schultern. Hoffentlich kann man das lesen. So. Juhu, wir haben es geschafft. Und da haben wir jetzt dafür eine gute, schneereiche Aussicht. So, und jetzt ist es Zeit für die Gipfeljausen. Olivenbrot vom Hofer, reduziert auf 39 Cent das Stück. Und Landjägern, was tut sich bei euch so? Stimmt, sieht echt auch gut aus. Wow. Oh, und das Katzenfutter ist auch wieder am Start. Eingetunen. Drück mir die Daumen, dass ich keinen Platten krieg. Boah, mega, war anstrengend. Volle, oder? Ja, jetzt werden noch ein paar
GoPro-Unterwasserfotos geschossen. Da unten waren wir gerade im See drin und nur ein paar Meter weiter oben ist noch so eine Schneewand. Was aber fein ist im Mai, weil es ein super Schattenspender ist. Aber die Schneewand ist überall. Ja. Mitte Mai. Da oben waren wir halt schon, da ganz oben. Und da kommt der Wasser hin. Stopp! Von uns. Hier wird jetzt Schonerzeugs ausgezogen und dann geht es zurück nach Wörgl. Wir müssen noch ein bisschen treten, aber hilft nichts. Und ein Quell kommt noch, ein kleiner, kurzer, aber der ist nicht mehr so spannend. Berliner noch gar nicht. Nein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne unseren Kanal und die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch mitkriegt, wenn wir was Neues bringen. Genau, aber ansonsten jeden Donnerstag 16 Uhr. Tschüss!
zurück und beim Reinwaschen sind wir fertig. Wir testen eine neue Bar in Burlingham. Road Dinner, genau, stimmt. Und ich habe ein lustiges Getränk bekommen. Das hat er mir vorgeschlagen. Die anderen beiden trinken in so einem Kellerbier. So, jetzt gibt's Burger. Mega, oder? 7,50 Euro.